Mein Ziel für heute ist nämlich, Ihnen ein bisschen Kontext, Kontext zu bieten für die, das, was wir in den letzten paar Wochen gemacht haben und wie sich das einbettet in andere Teile, andere Aspekte auf die theoretische Informatik. Als Einstieg, kurz zur Verankerung relativ zu dem, was wir bisher gemacht haben. Wir haben uns in den ersten fünf Vorlesungen bis Dienstag mit den regulären Sprachen, den endlichen Automaten, den regulären Ausdrücken beschäftigt. Und wir haben festgestellt, dass alle drei Begriffe im Endeffekt die gleiche Menge an Sprachen charakterisieren, auch wenn sie sehr unterschiedlich dargestellt sind. Reguläre Ausdrücke sind diese Formeln, die Sie in Ihren Computer eingeben, in Ihren Regex-Parser. Endliche Automaten sind diese Maschinen, die wir uns virtuell vorstellen, als kleine, wie so eine kleine Waschmaschine mit Zuständen. Und wir haben gemerkt, dass die das Gleiche sind am Ende, dass die gleichen Sachen berechnen können. Das war irgendwie überraschend und haben das zusammengefasst als diese regulären, regulären Sprachen und haben dabei gemerkt, dass dieses Paradigma, ja, des endlichen Automaten in vielerlei Hinsicht beschränkt ist. Dass wir ihn zwar sehr gut verstehen können, sehr genau analysieren können, wir können die Eigenschaften dieser regulären Sprachen sehr schön durch ihre Abschlusseigenschaften charakterisieren, aber auch durch sowas wie das Mahill-Neveu-Theorem sehr konkret in ihrer Struktur darstellen. Aber wir haben einige Sprachen kennengelernt, vergleichsweise einfache eigentlich, die solche Automaten gar nicht erkennen können. Zum Beispiel diese Sprache hier, die im Prinzip so eine Art Zählsprache ist. Ja, wir haben festgestellt, dass diese etlichen Automaten nicht bis über jede beliebige Schranke hinweg zählen können, was wir Menschen ja irgendwie können. Ne? Und das bedeutet, dass irgendwas fehlen muss an diesen Automaten. Und was wir jetzt machen werden in den nächsten 2, 3 Vorlesungen ist, wir werden uns aus dieser eng beschränkten Raum an Automaten rausarbeiten hin zu sehr viel allgemeineren Berechenbarkeitskonzepten bis hin zu dem Allgemeinsten, das wir tatsächlich bisher als physikalische Maschinen realisiert haben. Und falls Sie das hier nicht lesen können, ist so ein bisschen Absicht, da steht die Antwort schon drin, aber es ist so ein bisschen dunkel, deswegen sollen Sie es quasi noch nicht sehen können. Aber wenn Sie es wirklich sehen wollen, können Sie natürlich trotzdem ein bisschen mal so die Augen zukneifen und dann sehen Sie schon, was da auf Sie zukommt. Was wir jetzt machen werden, ist uns quasi nach außen arbeiten, ja, die Maschinen etwas mächtiger machen. Und eigentlich ist der äußerste Teil der spannendste, das ist der, mit dem wir dann fast ein Drittel des ganzen Semesters verbringen werden. Aber die nächsten 2, 3 Vorlesungen werden wir jetzt trotzdem noch benutzen, um den Weg zwischen dem, was da außen steht, nämlich die Turing-Maschine, und dem, was da dazwischen steht, ein bisschen besser zu verstehen. Und das machen wir, weil es uns dabei hilft, verschiedene Intuitionen über Computer klarzustellen. Nämlich, was sie genau machen, warum sie bestimmte Bauteile haben und was die Aufgabe dieser Bauteile sind. Und das tun wir jetzt mal heute zunächst mal aus einer überraschend anderen Perspektive, nämlich der Computerlinguistik. Ich habe Ihnen am Anfang in der Vorlesung 1 gesagt, dass diese Vorlesung irgendwo so an der Schnittmenge liegt zwischen Philosophie, Linguistik, Mathematik und dem in der Mitte, was wir heute theoretische Informatik nennen, die sich eigentlich daraus gebildet hat. Und in diesem Kontext spielt die Idee von Grammatiken, über die wir heute sprechen werden, eine historisch wichtige Rolle und die ist vor allem verknüpft mit der Person von Noam Chomsky, der ist ja quasi der Einzige, von dem ich ein Farbbild habe, weil er nämlich immer noch lebt und aber trotzdem durch diese ganze Historie durch sehr starken Einfluss auf diesen Teil der theoretischen Informatik hatte. Und naja, hier stehen so ein paar Sachen drauf, was ich eigentlich versuche, naja, okay, also, Noam Chomsky hat Beiträge geliefert zur Computerlinguistik, die sich als überraschend eng verknüpft mit der Berechenbarkeitstheorie herausstellt und hat eine Hierarchie an verschiedenen Grammatiken entwickelt, die nennt man die Chomsky-Hierarchie, die werde ich Ihnen nachher noch zeigen. Und das eigentlich Wichtige für Sie dabei daraus mitzunehmen, dass uns vielleicht aus heutiger Sicht schwerfällt, 2024 zurückblickend, ist die historische Perspektive auf die Entwicklung der Informatik im so der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Schon damals war das eine zentrale spannende Frage, war, ob eigentlich Maschinen, so wie wir Menschen auch kommunizieren können, ob sie auch Sprache generieren können.
ist ja erstmal irgendwie klar, dass das eine spannende Frage ist. Ja? Das ist so ein klarer Aspekt von Intelligenz, von künstlicher Intelligenz. Wenn Maschinen sprechen können, dann ist das irgendwie was Cooles. Wie schwer ist eigentlich menschliche Sprache? Und damals hat man das, also Mitte des 20. Jahrhunderts, sehr stark verknüpft mit präzisen deterministischen Regeln der Grammatik. Heute, 2024, denken wir da anders drüber nach. Ja, wir denken über Maschinen, die Sprache generieren, als solche semi-stochastischen Transformer-Modelle nach. Aber die Idee war damals, der Wunsch war damals schon da, aber wurde ganz anders angegangen. Nämlich mit diesen sehr spezifischen, scharfen Strukturen der Grammatik. Sie kennen diese Art von Baum aus der Schule. Ja, im Gymnasium haben Sie alle, oder eigentlich schon in der Grundschule, ja, haben Sie über verschiedene Wortarten gelernt. Also hier unten steht so ein Satz. Der kleine bissige Hund jagt die große Katze. Und dann wissen Sie alle, dass der und das die hier, das sind Artikel. Und klein und bissig, das sind beides Adjektive. Diese Adjektive sind Attribute von dem Hund. Das ist eine Eigenschaft des Hundes. Und der Hund ist das Subjekt des Satzes. Das Ganze ist ein Satz. Und jeder Satz hat ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt. Ja, also irgendetwas tut irgendetwas anderes, tut etwas zu jemand anderem, einer dritten Objekt. Und in diesem Fall ist das Objekt die Katze. Und die Katze hat wieder Attribute, nämlich sie ist groß. Ja? Kennen Sie alle. Wenn Sie so einen Satz grammatikalisch interpretieren, dann lesen Sie diesen Baum von unten nach oben. Ja, jemand sagt Ihnen den Satz. Und dann können Sie, wenn Sie in der Schule aufgepasst haben und die ganzen lateinischen Worte auswendig gelernt haben, daraus so einen Baum bauen. Können schon Grundschulkinder manchmal, ja? Weil ihr wisst schon, was ein Substantiv ist und was ein Adjektiv ist und so weiter. Man kann aber diesen gleichen Baum auch andersrum lesen, von oben nach unten, als einen generativen Prozess. Also wenn Ihr Gehirn etwas sagen möchte, was ja irgendwie so die Intelligenz ausmacht, dann stellt man sich jetzt vor, man möchte einen Satz machen, also fängt man an mit einem Satz. Und dann weiß man, ein Satz besteht aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt. Und dann weiß man, dass ein Subjekt einen Artikel und ein Attribut haben kann. Und dann wählt man sich irgendwie strukturell die Subjekte und das Artikel und das Attribut aus einem Satz an möglichen Worten, die man da einfügen kann. Und diesen Prozess kann man immer weiter nach unten machen, bis man irgendwann an den Punkt ankommt, wo quasi hier könnte man so eine Linie einziehen und man ersetzt dann diese abstrakten Objekte, Subjekt, Prädikat, Attribut und so weiter, durch tatsächliche Worte. Ja, diese Worte, die haben Sie irgendwie alle im Kopf, das ist so Ihr Wörterbuch. Und natürlich kann man nicht beliebig am Ende einfach irgendwelche Worte hier reinkleben, die diese Eigenschaften haben. Ja, also insbesondere brauche ich zum Beispiel, wenn ich hier das Wort Hund benutzen möchte, muss hier vorne ein der stehen in der deutschen Sprache, weil auf Deutsch Hund ein Maskulinum braucht. Ja? Das heißt, ich muss irgendwie was darüber wissen, wie ich diesen generativen Prozess gemacht habe. So, und diesen Prozess versucht man mit Grammatiken zu automatisieren, zu formalisieren. Das haben Leute wie Chomsky versucht und versucht daraus Maschinen zu bauen, die Sprache erzeugen. Das sieht dann so aus. Das sind generative Regeln für einen Text. Also, wie sieht so eine Regel aus? Hier links stehen Regeln, die etwas, das wir eine Variable nennen, ersetzen durch andere Variablen. Die Anfangsregel ist diese hier. Wir fangen immer an mit einem Satz. Die schreiben wir immer erst zuerst hin, oben links. Und dann steht da, ein Satz besteht aus Subjekt, Prädikat, Objekt ersetzen. Und ein Subjekt besteht aus einem Artikel, einem Attribut oder einem Substantiv. Ein Objekt besteht aus einem Artikel, einem Attribut, einem Substantiv. Die große Katze, der kleine Hund. Ein Attribut, Attribute können verschiedene Sachen sein. Attribute könnten zum Beispiel direkt ein Adjektiv sein, klein. Sie könnten aber auch ein Adjektiv gefolgt von einem Attribut sein, klein, bissig. Und ich kann mir, während ich den Satz generiere, eine von diesen Regeln aussuchen. Ich kann quasi im Moment, wo ich weiß, jetzt steht hier ein Attribut, kann ich mich entscheiden, ob ich nur ein Attribut zurückgebe, ein Adjektiv, oder vor das Adjektiv nochmal ein Attribut hänge. Und irgendwann bin ich dann fertig, dann habe ich hier keine Regeln mehr gefunden, die ich weiter durch Variablen ersetzen kann. Dann gehe ich hier rüber
Und dann stehen hier Ersetzungsregeln, die sogenannte Variablen auf der linken Seite ersetzen durch das, was man in der Grammatik Terminale nennt. Also Worte aus unserem Wörterbuch. Und Sie sehen natürlich, dass diese Worte was anderes sind als diese Variablen. Die stammen aus einer komplett separaten Menge. Das eine ist Ihr Wörterbuch, das andere ist Ihre Grammatik irgendwie definiert, wie man solche Sachen generiert. Macht das Sinn? Ja, viel Nicken im Raum. Sehr gut. Und jetzt kommt das total Verrückte, was wir heute machen werden. Das da lässt sich perfekt interpretieren im Kontext der englischen Automaten, über die wir bisher geredet haben, oder im Kontext der Automaten allgemein genau genommen. Nämlich Grammatiken definieren auch Sprachen. Und für diese Sprachen kann man auch Maschinen erfinden, welche diese Sprachen erkennen können. Und das ist heute, weil wir jetzt hier, weil das so eine Grundvorlesung ist, über die es Lehrbücher gibt, scheint einem das so, es ist halt so eine der Storys, die man jetzt machen muss. Ist ein bisschen so wie Eigenwerte für Matrizen in der linearen Algebra. Aber in den 50ern, als das klar wurde, muss das eine unglaubliche Erkenntnis gewesen sein, dass zu einer bestimmten Art, eine Sprache zu erzeugen, linguistisch über eine Grammatik und bestimmte Strukturen in der Grammatik, jeweils bestimmte Berechenbarkeitsmodelle, bestimmte Automaten gehören. Und genau diesen Schritt werden wir heute versuchen zu vollziehen. Dazu formalisiere ich jetzt erstmal das, was ich gerade gesagt habe. Nochmal, hier steht es jetzt etwas sauber formuliert, lange Slide mit viel Text, aber wir lesen sie gemeinsam. Eine Grammatik ist ein Satz von Ersetzungsregeln, das, was ich gerade auf der letzten Slide hatte, wo immer links was steht und dann ein Pfeil und dann rechts was. Diese Ersetzungsregeln nennt man in der Grammatik auch Produktionen. Sie müssen jetzt leider ein paar neue Worte lernen in den nächsten paar Minuten. Ein Beispiel für eine bestimmte Art von Grammatik, die nennt man eine kontextfreie Grammatik, wären diese Art von Produktionen. A erzeugt 0a1, A erzeugt B, B erzeugt ein Symbol, das Hash-Symbol. Solche Grammatiken bestehen aus einer Reihe von Produktionen, wo jeweils links ein Symbol, rechts ein String von Symbolen steht. Und diese Symbolen, die kommen aus zwei verschiedenen, miteinander disjunkten, voneinander disjunkten Mengen. Nämlich der Menge der Variablen, das ist das, was in der vorherigen Slide Attribut, Adjektiv, Artikel, Substantiv war. Und der Terminalen, das ist das, was auf der anderen Slide, der kleine bissige Hund und so weiter, also die Wörter aus dem Wörterbuch sind. Und hier in diesem einfachen Beispiel sind es die Symbole 0, 1 und das Hash-Symbol. Und diese Produktionen werden so gelesen, dass man die linke Seite ersetzt durch die rechte. Sie sind also Ersetzungsregeln. Und wir einigen uns darauf, dass wir bei der Aufschreibung von solchen Grammatiken immer typischerweise am Anfang eine besondere Regel aufstellen, die nämlich eine bestimmte Variable, die sogenannte Startvariable, ersetzt durch andere Variablen. Und diese Startvariable, die kommt immer nur einmal vor, nämlich oben links. Und die steht nie auf der rechten Seite. Die ist also besonders. Auf unserer letzten Slide war diese Startvariable Satz. Und jetzt kann man diese Regeln benutzen, um Wörter zu erzeugen, also Sequenzen von Wörtern zu erzeugen. Wir fangen an mit der Startvariable, die setzen wir hin, die heißt typischerweise S für Start. Und dann suchen wir uns Produktionen aus, die jeweils immer eine Variable, die im Moment im Satz steht, ersetzt durch das, was auf der rechten Seite der Produktion steht. Und im Allgemeinen haben wir keine bestimmte Reihenfolge, in der wir das tun, sondern wir finden einfach irgendwo in dem String, der gerade da steht, eine Variable, für die wir eine Regel haben, eine Produktion, und dann führen wir die Produktion durch, also ersetzen die linke Seite durch die rechte Seite. Und dann machen wir immer weiter, bis wir irgendwann in unserem Satz keine Variablen mehr haben, denn irgendwann werden wir Regeln einsetzen, die Variablen durch Terminale ersetzen, und wie der Name schon sagt, werden Terminale nicht mehr weiter ersetzt, die bleiben dann einfach stehen. Und dann sind wir irgendwann fertig, mal früher, mal später. Und dann nennen wir das eine komplette Produktion eines Satzes. Ja? Also wenn, dann kommt es da aus dem Vorbereitungsraum. Jetzt sind alle anderen Mikrofone aus.
Falls Sie nochmal was hören, melden Sie sich nochmal. Schaue ich nochmal weiter. Okay, so, jetzt habe ich gesagt, das hier ist ein Beispiel, was da oben steht, ist ein Beispiel für eine kontextfreie Grammatik. Jetzt machen wir das nochmal sauberer, was ich genau meine mit kontextfrei. Also nochmal eine sauberere Definition, eine kontextfreie Grammatik. Ich sage Ihnen gleich, warum sie kontextfrei heißt. Erstmal sage ich, was sie ist und dann reden wir drüber. Eine kontextfreie Grammatik ist ein Viertupel, Sie merken schon, diese Tupel sind immer wichtig, aus V, Sigma, R und S, wobei V und Sigma Sätze an Symbolen sind. V ist eine endliche Menge an den Variablen, also Sie erinnern sich, Adjektiv, Subjektiv, Artikel und so weiter. Sigma ist ein Alphabet von Terminalsymbolen, das kennen Sie schon aus den Automaten, also irgendwie A, B, C oder 0, 1 und so weiter. Und wir gehen jetzt hier hart davon aus, dass diese beiden Sätze an Symbolen komplett disjunkt voneinander sind. Es gibt also keinen Überlapp dazwischen. Das ist wichtig, sonst funktioniert das, was danach kommt, nicht. Und dann nennen wir eine Grammatik kontextfrei, wenn ihre Regeln von der folgenden Form sind. Ist ein bisschen kompliziert zu lesen, müssen wir erst drüber nachdenken. Es sind Ersetzungsregeln, bei denen auf der linken Seite nur eine Variable steht. Und auf der rechten Seite irgendeine Mischung aus Variablen und Terminalen, und zwar beliebig viele davon hintereinander. Das ist die klinische Hülle. Diese Formulierung sagt Ihnen inzwischen ja jetzt schon was nach den ersten 5 Vorlesungen. Und genau deshalb heißen diese Ersetzungsregeln kontextfrei, weil auf der linken Seite nur eine Variable steht. Das heißt, wenn ich diese Ersetzungsregeln durchführe, dann gehe ich durch das, was da gerade steht, das auf meinem Blatt Papier steht gerade, gehe ich durch und finde einfach irgendeine Variable, für die ich eine Regel habe in der Grammatik. Und dann ersetze ich diese Variable durch das, was in der Regel steht, egal was links und rechts von der Variable steht. Also egal, was der Kontext dieser Variable ist. Also frei von dem, was um sie herum steht. Macht das Sinn? Ja, gut. Das ist wichtig, denn sonst wäre Ihnen ja nicht klar, warum das Ganze den Kontext frei heißen soll. Dieses Wort taucht jetzt ganz oft auf. Ja? Ich habe eine Frage, wenn man das Wort Bank hat, dann kann es ja die Sparkasse sein oder die Bank. Ist das Wort Bank nicht kontextfrei in dem Sinne? Das Wort ist ein Wort, also die Frage ist, wenn ich das Wort Bank benutze, ist das dann kontextfrei oder nicht? Ein Wort ist eine Terminale, das heißt, das Wort kann überhaupt nicht kontextfrei oder nicht sein. Aber in dem Beispiel, das ich hier vorher hatte, das hier ist eindeutig nicht kontextfrei, denn, zumindest nicht so, wie ich es hingeschrieben habe, denn wenn wir hier einen Artikel hinschreiben, dann müssen wir dem, was da dahinter folgt, irgendwie sagen, dass da entweder was Männliches oder Weibliches kommt, auf Deutsch zumindest. Ja, also hier haben wir ein Beispiel für was nicht ganz in dieses Kontextfreie reinpasst. Und wir werden später noch andere Grammatiken kennenlernen, die mächtiger sind als diese kontextfreie Formulierung. Okay, und dann haben wir immer noch eine besondere Variable, S, das ist die Startvariable. Das Ganze, na, können Sie sich schon denken, irgendwo müssen wir halt anfangen. Das wird dann so ähnlich wie der Startzustand beim endlichen Automaten. So, und dann benutzen wir, da gibt es in der Grammatik solche Formulierungen, die ich nur gelegentlich benutzen werde und die auch so ein bisschen, also nicht so wahnsinnig wichtig für das, was folgt. Das heißt, da brauchen Sie sich jetzt nicht so mega viel Gedanken drüber machen. Man spricht dann über diese Ersetzungen, die wir durchführen werden, als Produktionen, unter denen Variablen ineinander übergehen oder auch Ausdrücke ineinander übergehen. Und da gibt es so ähnlich wie bei den endlichen Automaten, da gab es die direkte Übergangsfunktion, die ist jetzt hier ein direkter Übergang und dann gab es die erweiterte Übergangsfunktion, die ist in den Grammatiken einfach der Übergang. Das heißt, wir sagen, U geht unter der Grammatik G in V über, wenn U und V eine Variable bzw. Wörter sind, falls es eine Regel y auf y' in der Satz der Regeln gibt und Zerlegungen in Teilworte, so dass u schreibbar ist so und v schreibbar ist so. Ja, also dass wir quasi uns das y durch y' ersetzen dürfen. Dieser Satz entspricht so ein bisschen dem, wo wir, oder es ist das Analoge zu der Definition einer Berechnung eines Automaten. Ja, wir sagen, wir folgen diesen Regeln und wir dürfen eben nur die Regeln benutzen, die in der Grammatik drinstehen, in R drinstehen. Und wir schreiben das Ganze mit einem Sternchen dran, falls es eine Sequenz von solchen direkten Übergängen gibt, sodass wir U nach V ableiten können oder V aus U ableiten können. So, und jetzt
Also, historisch müssen Sie sich vorstellen, kommt das quasi aus einem ganz anderen Teil der akademischen Welt. Ja? Das ist Linguistik, das ist der Versuch, Sprache zu formalisieren. Da sind wir viel näher bei Wittgenstein und so. Ne? Also die Philosophie der Sprache, wie definiert man Regeln dafür, dass man Worte und Wörter erzeugen kann. Interessanterweise können wir aber dieses Konzept, das scheinbar erstmal ganz weit weg ist von den Automaten und den Waschmaschinen und so, die uns umgeben, ja, die also sehr viel irgendwie blumigeres irgendwie sind als diese trockenen Maschinen, auch mit diesen Grammatiken können wir Sprachen assoziieren. Wir können nämlich sagen, eine Grammatik G erzeugt eine Sprache und dass diese Sprache ist die Menge aller Wörter aus der klinischen Hülle über dem Alphabet der Terminalen, welche man aus der Startvariable erzeugen kann. Klar, ja. Und alles, was das erstmal nur sagt, ist, dass wir das gleiche Art von Objekt hier generieren, nämlich Sequenzen von Wörtern. Oder Sequenzen von Symbolen, welche wir als Wörter interpretieren können. Und die Folge von Konstruktionen nennt man die Ableitung und irgendwas, was noch nicht ganz fertig ist, nennt man auch Satzform. Ist aber nicht so wichtig, vielleicht nur am Rande erwähnen. Und hier ist jetzt mal, machen wir mal drei Beispiele für so ganz vergleichsweise einfache Grammatiken, kontextfreie Grammatiken. Hier ist so eine. Also, eine Grammatik ist ein Viertupel. Der Sinn dieses Beispiels ist erstmal, sich jetzt für Sie reinzudenken, wie sowas funktioniert. Das besteht aus der Startvariable, dem Alphabet, das hier ist die Variable, sorry, aus den Variablen, den Terminalen, den Übergangsregeln und der Startvariable. Hier ist der Satz an Variablen sehr einfach, ist einfach nur die Startvariable, S. Die Terminalen sind das binäre Alphabet, A, B oder 0, 1. Und die Übergangsregeln stehen hier unten, machen wir gleich, und die Startvariable ist S. Hier stehen zwei Übergangsregeln. Die Startvariable kann übergehen in ASB oder in AB. Man verkürzt oft diese Notation so ähnlich wie bei den regulären Ausdrücken, indem man so einen vertikalen Strich dazwischen macht, so eine Pipe. Ja, also S kann übergehen in ASB oder in AB. Und hier stehen jetzt ein paar solche Übergänge. Das wäre eine Ableitung eines Wortes, nämlich des Wortes A, 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 B, 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 B. Und jetzt der zugehörige Baum dazu. Wer kann raten, welche Art von Sprache hier gerade erzeugt wird? Was ist die Sprache dieser Grammatik? Ja. Genau, das ist die Sprache A hoch N, B hoch N. Und wir haben gerade letzten Dienstag festgestellt, dass diese Sprache nicht regulär ist, dass sie also nicht von einem endlichen Automaten, also dass es keinen endlichen Automaten gibt, der sie erkennen kann. Also haben wir schon mal gleich nebenbei mit unserem allerersten Beispiel gemerkt, dass wir mit diesen kontextfreien Grammatiken irgendwie mehr können als mit den endlichen Automaten. Ha, cool. Das heißt, wir merken uns schon mal auf unserer mentalen Arbeitsliste, wir müssen uns da nochmal wahrscheinlich in einer anderen Automatenklasse konstruieren, die kontextfreie Grammatiken erkennen kann. Kontextfreie Grammatiken sind also können zumindest manches, was endliche Grammatiken nicht können. Was endliche Automaten nicht können. Wir haben noch nicht gezeigt, dass sie strikt mehr können. Es könnte ja immer noch sein, dass es irgendwas gibt, was endliche Automaten können, was kontextfreie Grammatiken nicht können. Wir werden feststellen, das ist nicht so. Ich merke gerade eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen. Vorwarnung, ich werde heute keine Pause machen, denn ich habe leider ein super dringendes Meeting direkt um 12 Uhr. Das auch sich auf die Qualität Ihres Studiums auswirkt. Deswegen, ich kann Ihnen zwar nicht erklären, warum, aber ich hoffe, dass Sie mir trotzdem erlauben, einfach durchzumachen, dann höre ich früher auf und Sie alle können ein bisschen früher raus. Hier ist ein zweites Beispiel. Das ist schon keine Pause. Mist. Ich spüre schon das Feedback. Hier ist ein anderes Beispiel für eine Grammatik. Auch wieder ein Viertupel. Wir gewöhnen uns ganz schnell daran, ne? Variablen, Terminalen, wie vorher, Übergangsregeln, Startvariable. Und diesmal gibt es drei Regeln, die sind ein bisschen anders als vorher. Hier ist die Regel A, S geht über in ASB oder in SS oder in das leere Wort. Und hier sind ein paar eine Ableitung eines Wortes aus dieser Sprache, die von dieser Grammatik erzeugt wird. Das wäre die
das Wort AA, dann das leere Wort BA, dann das leere Wort BB. Also, wenn wir die leeren Wörter einfach quasi vergessen, weil sie ja leer sind, dann steht da AA, BA, BB. Kann jemand ahnen, was für eine Art von Sprache das ist? Haben Sie ein Gefühl dafür, was da erzeugt wird? Ist ein bisschen schwer zu erkennen auf diesem Beispiel. Das ist die Antwort auf das Problem, das ich versucht habe, mit ChatGPT zu diskutieren, als ich meine regulären Ausdrücke hingeschrieben habe. Das ist die Sprache aller korrekt geklammerten Ausdrücke. Wenn Sie A mit der offenen Klammer und B mit der sich schließenden Klammer assoziieren, dann sehen Sie, dass man damit alle Ausdrücke erzeugen kann, die Klammer auf, Klammer zu haben und dazwischen drin entweder Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu oder genestete, geschachtelte A und Bs. Und auch das ist offensichtlich eine kontextfreie Grammatik. Nochmal kurz zur Erinnerung, was heißt kontextfrei? Das heißt, dass links auf dem Pfeil immer nur eine Variable steht. Fertig. Diese Sprachen übrigens haben einen Namen, die sind benannt nach Walter von Dück, dem Ritter von Dück, einem deutschen Mathematiker, zu jemandem, den man irgendwie nicht mehr so ganz richtig kennt, 2024, war aber damals ein recht bekannter Mensch, Schüler von Felix Klein, einem der großen deutschen Mathematiker, Doktorvater von Kutta, einem der numerischen Mathematiker, den man vielleicht schon mal gehört hat, Runge-Kutta-Verfahren, Präsident der Technischen Universität München seinerzeit, ist wahrscheinlich einer der, vielleicht der erste Erfinder der algebraischen Gruppe, ein bisschen unklar, kann man sich drum streiten, und der hat diese Sprachen definiert, die sogenannten Dück-Sprachen. Die bestehen aus korrekt geklammerten Ausdrücken. Hier sind sie einmal sauber formuliert. Das hier ist das aus der vorherigen Slide. Ich habe jetzt nur das Wort A und die Buchstaben A und B ersetzt durch eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Dann sieht man es ein bisschen besser, dass da so geklammerte Ausdrücke bei rauskommen. Er hat es sogar allgemeiner gemacht für Systeme, in denen es mehrere verschiedene Klammern gibt. Nämlich eckige, runde, geschweifte und sonst was. Kann man die Dück-Sprachen mit N-Klammerpaaren definieren. Ganz einfach durch solche Übergangsregeln. Ja, also das macht man so induktiv. Also Dück hat das so gemacht, dass er sogar tatsächlich über die Wörter geredet hat. Ja, vielleicht machen wir das mal, weil das zeigt, dass diese kompakte Form der Grammatik eigentlich direkt auch so eine induktive Definition von Sprachen ist. Man könnte jetzt, also hier ist quasi Dücks Definition, das leere Wort liegt in der Sprache N. Wenn die Wörter V und W in der Sprache N liegen, dann liegt auch das Wort VW, also die Konkatenation in der Sprache N. Und wenn das Wort W in der Sprache N liegt, dann liegt, und dieser Ausdruck muss man so lesen, W geklammert in den Iten-Klammern, also Klammer, Ite-Klammerform auf, W, Ite-Klammerform zu, in der Sprache, und zwar für alle Klammerformen I. Wobei, also das könnte zum Beispiel I gleich 1, 2, 3 sein für rundeckig geschweift. Oder, naja, reicht schon. Und Sie sehen jetzt, obwohl diese Definition hier so eher induktiv ist, können Sie direkt die Regeln einfach ablesen. Jede dieser Zeilen ist einfach eine Produktionsregel. Hier oben steht, S geht über auf Epsilon, diese Regel. Hier steht, ein beliebiges Wort im Satzform geht über auf SS, das ist dieser Teil. Und hier steht, S geht über auf die geklammerte Version von S, aber halt für alle verschiedenen Klammerformen. Ja? Und wir sehen, alle diese Sprachen sind offensichtlich kontextfrei, denn wir können sie genau durch solche Regeln darstellen. Also beliebig viele Klammern können wir immer als kontextfreie Grammatik schreiben. Ein letztes Beispiel noch, denn klar ist irgendwie, diese nur geklammerte Ausdrücke für sich sind ein bisschen langweilig. Wir wollen ja was reinschreiben in die Klammern, ja, irgendwie ein bisschen mehr machen als nur Klammern erzeugen. Ist ja nicht, programmieren ja nicht in Lisp, ja, sondern irgendwas muss da rein und tatsächlich sind arithmetische Ausdrücke auch von der Form, die man als kontextfreie Grammatik schreiben kann. Ein arithmetischer Ausdruck ist ein korrekt geklammerter Ausdruck, der Formeln enthält. Und Formeln sind von der Form Ausdruck plus anderer Ausdruck, oder also Ausdruck plus Terminale, Ausdruck plus anderer Ausdruck, Ausdruck mal anderer Ausdruck, oder geklammerter weiterer Ausdruck. Und terminal kann ein Ausdruck auch eine Variable sein. Habe ich das brauchbar erklärt? Ging vielleicht ein bisschen schnell. Aber wenn Sie es sich angucken, dann sehen Sie, dass das erstens eine Grammatik ist, denn sie besteht aus Variablen,
Terminalen, Übergangsregeln und Startvariable. E steht für Expression, Ausdruck, T für Term und F für Formel, wenn Sie so wollen. Sie sehen, dass man damit solche Ausdrücke erzeugen kann. Und wir sehen auch, wichtig, dass alle diese Regeln kontextfrei sind, deswegen ist diese Grammatik kontextfrei. Also arithmetische Ausdrücke erzeugen ist eine kontextfreie Grammatik. Und eigentlich ist der Hauptgrund, Ihnen das alles zu zeigen, um Sie zu überzeugen, dass diese kontextfreien Grammatiken irgendwie schon was Spannendes sind, weil man damit offensichtlich durchaus reichhaltige Sprachen definieren kann. Nämlich so das, was wir aus der Mathematik kennen, ja? So Ausdrücke, die irgendwie so sauber formal aufgeschrieben sind. Allerdings sind kontextfreie Grammatiken nicht die einzigen Grammatiken, die man definieren kann. Und da nehmen wir uns jetzt einmal kurz Zeit, das einmal sauber aufzuschreiben und zu sagen, warum eigentlich kontextfrei und was ist eigentlich die allgemeine Form einer Grammatik. Die allgemeine Definition einer Grammatik sieht fast genauso aus wie die einer kontextfreien Grammatik. Das ist gleich nochmal wie auf dem vorherigen Slide. Mit einem einzigen Unterschied, im Allgemeinen dürfen die Regeln so sein, dass auf der linken Seite eine beliebige Kombination, nicht leere Kombination, von Variablen und Terminalen steht. Also im Allgemeinen dürfen wir beliebige Kombinationen von Variablen und Terminalen ersetzen durch beliebige Kombinationen von Variablen und Terminalen. Es ist klar, dass das also irgendwie mächtiger kann es nicht sein. Und der ganze Trick besteht jetzt daraus, diese Regeln, diese sehr abstrakte Regel einzuschränken, Beschränkungen darauf zu machen, wie diese Regeln aussehen dürfen. Und dann kann man die studieren. Und sagen, was kann ich denn, welche Sprachen kann ich denn erzeugen, wenn ich die Regeln auf bestimmte Arten und Weisen einschränke? Weil auch irgendwie intuitiv klar ist, dass wenn die Regeln frei genug sind, dass es dann erstaunlich schwer sein kann, die Berechnung selber zu generieren, ja, oder zu analysieren. Und dazu hat Chomsky, da ist er wieder, den wir vorher auf dem Bild hatten, diese Hierarchie definiert. Und die sage ich Ihnen jetzt einfach einmal, wir zeigen dann immer wieder drauf, ehrlich gesagt, ja gut, eigentlich ist mehr oder weniger alles, was zu sagen ist über diese Hierarchie als Hierarchie schon auf dieser Slide drauf. Nämlich, Chomsky definiert quasi Regeln dafür oder Einschränkungen dafür, wie diese Regeln aussehen dürfen. Man nennt eine Grammatik vom Typ I, wobei I gleich 0, 1, 2 oder 3 ist, wenn sie folgende Einschränkungen hat. Typ 0 sind alle Grammatiken. Also alles, was gerade da vorher auf der Slide stand. Typ 1 sind Grammatiken, bei denen die Regeln so sind, dass die linke Seite der Regel kürzer ist als die rechte Seite. Also wenn Sie so wollen, dann wird bei jeder Rechnung, bei jeder Ersetzung, wird das Wort länger durch die Ersetzung und nicht kürzer. Wobei man natürlich später Regeln haben kann, die das leere Wort einsetzen. Das heißt, da kann es wieder kürzer werden. Ja, also so ganz so einfach ist die Intuition nicht. Aber so von der Idee her, ne, links steht was Kürzeres als rechts. Typ 2 sind die kontextfreien Grammatiken, die wir uns gerade angeschaut haben. Das sind die Regeln, bei denen links immer nur eine Variable steht. Die also nicht vom Kontext der Variable abhängen. Und Typ 3 sind die, ominöses Wort, regulären Grammatiken. Da ahnen wir schon, was auf uns zukommt. Das sind nämlich Regeln, die erstens kontextfrei sind und zweitens die Eigenschaft haben, dass auf der rechten Seite der Regel, darüber reden wir gleich nochmal, immer nur entweder eine Terminale steht, also eine direkte Ersetzung einer Variable durch einen Buchstaben, oder Sigma V, also eine Terminale und dann eine Variable in dieser Reihenfolge. Links eine Terminale, rechts eine Variable. Das heißt, diese Regeln sind von der Form, man fügt einen Buchstaben ein und lässt dahinter noch eine Variable übrig. Und jetzt überzeugen wir uns erstmal, durch draufgucken, dass diese Hierarchie tatsächlich eine Hierarchie ist, nämlich dass sie also jeweils die Sprachen vom Typ I, alle darunterliegenden Sprachen vom Typ I größer, vom Typ J größer I, einschließen. Ja, ist klar. Also die Typ 3 Sprachen sind insbesondere kontextfrei. Die Typ-2-Sprachen sind insbesondere kontextsensitiv und die kontextsensitiven Sprachen passen natürlich auch hier rein. Das heißt, es ist wirklich so eine Verschachtelung von ineinander immer kleiner liegenden Kreisen. So, und dann nennt man übrigens eine Sprache, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, vom Typ I, falls es eine Typ-I-Grammatik gibt. Das heißt,
Ich kann auch eine reguläre Sprache, eine reguläre Grammatik, darf ich auch kontextfrei nennen, weil sie ist ja insbesondere auch kontextfrei. Aber es gibt kontextfreie Grammatiken, die nicht regulär sind. Okay? Der Teil kam mir jetzt gerade ein bisschen schnell vor, deswegen mache ich mal kurz einen Schritt zurück. Ist vielleicht eine vergleichsweise einfache Sache aufzuschreiben, aber irgendwie so ein bisschen fundamental. Wer ist noch dabei? Oh, ja, okay. Ja, damit kann man, glaube ich, arbeiten. Die anderen irgendwie trauen sich nicht, die Hand zu heben. Okay, Dankeschön. Also, dann schauen wir uns jetzt nochmal. Wir wollen jetzt die Verbindung machen zu dem, was wir bisher... Ja, vielleicht ist auch einfach irgendwo ein Mikrofon an, ne? Ich höre mich jetzt gerade selber so ein bisschen. Ne? Vielleicht stehe ich auch noch in einer komischen Reflexion. Naja, aber Sie hören niemand anderen mehr. Ne? Gut, okay. Also, jetzt machen wir erstmal die Verbindung zu dem, was wir bisher gemacht haben. Wir können ja nicht einfach weitermachen, ohne zu verstehen, was das zu tun hat mit den regulären Automaten. Also, offensichtlich steht hier auf der Slide was über reguläre Grammatiken. Gut, dann wird ja, wir ahnen schon, das wird halt was zu tun haben mit den regulären Sprachen. Es werden genau die gleichen sein. Schauen wir mal. Aber behalten Sie im Kopf, was das für eine Erkenntnis gewesen sein muss. Für die Generation Kline, Chomsky, Turing und so, ne, zu merken, dass Ideen aus der Linguistik sich so direkt übertragen lassen auf diese Maschinen, die da irgendwelche Berechnungen machen. Das muss unglaublich mächtig sich angefühlt haben. Also, eine reguläre Grammatik, kurz nochmal zur Wiederholung oder jetzt mal etwas sichtbarer aufgeschrieben, expliziter ausgeschrieben, sind also Grammatiken, deren Produktionen so aussehen. Das heißt, eine Variable wird ersetzt durch eine Terminale direkt oder eine Variable wird ersetzt durch eine Terminale gefolgt von einer weiteren Variable. So, und jetzt stellt sich natürlich raus, dass diese Art von Produktion genau die regulären Sprachen erzeugen. Das ist also eine dritte Art, die regulären Sprachen zu charakterisieren. Nochmal anders als die regulären Ausdrücke und nochmal anders als die endlichen Automaten. Und also ich möchte es wirklich betonen, was das für eine... stellen Sie sich vor, es ist 1964 oder so, ich kann mal gucken, wann genau war der? 56 hat Chomsky die Hierarchie aufgestellt. Ist ungefähr um die Zeit rum, ziemlich genau das gleiche Jahr, in dem Kline seinen Algorithmus schreibt. Und Sie stellen sich vor, damals, Kline schreibt über neuronale Netze und das Durchführen von Berechnungen. Wir haben die endlichen Automaten, die es davor schon gibt, mit den Zuständen, die ineinander übergehen. Und jetzt kommt Chomsky daher und redet über Grammatiken, die Ausdrücke erzeugen. Und wir merken, dass die alle miteinander verknüpft sind, dass die alle das Gleiche können. Da muss man doch erstmal denken, wir sind auf einem großen Weg hin zu künstlicher Intelligenz. Ja, wir haben jetzt verstanden, dass bestimmte Arten, Sprache zu erzeugen, nur von genau von bestimmten Arten von Maschinen erzeugt werden können. Jetzt wissen wir ja quasi, welche Maschinen wir bauen müssen. Jetzt müssen ja bloß noch die Ingenieure kommen und die Dinger bauen. Irgendwie übernächstes Jahr haben wir künstliche Intelligenz. Dauert nicht mehr lang. Ja? Fühlt sich ein bisschen so an wie 2024. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, und jetzt machen wir kurz mal diesen Beweis. Also ich habe es jetzt nur gesagt, wir zeigen es auch mal kurz. Zu jeder regulären Grammatik gehört auch eine reguläre Sprache. Und zu jeder regulären Sprache gehört eine reguläre Grammatik. Machen wir das mal zuerst. Letzteres, also zu jeder regulären Sprache, also zu einer Sprache, die von einem endlichen Automaten erkannt wird, insbesondere einem deterministischen endlichen Automaten, gehört eine Typ 3 Grammatik. Also jede reguläre Sprache wird von einer Typ 3 Grammatik erzeugt. Das ist der Beweis. Gib mir einen DFA, ich baue dir daraus eine Grammatik. Also machen wir das mal. Angenommen, wir hätten eine Sprache, für die es einen deterministischen endlichen Automaten gibt. Das heißt, so ein Fünftupel von Zuständen, Alphabet, Übergangsfunktion, Startzustand und dem Satz an akzeptierenden Zuständen. Der hat eine Sprache. Und jetzt definieren wir dazu eine Grammatik. Und wir werden sehen, dass diese Grammatik regulär ist. Und dass sie genau die gleiche Sprache erzeugt. Wie machen wir das? Also, wir setzen die Variablen der Grammatik genau auf die Zustände des endlichen Automaten. Die sind genau identisch. Die Startvariable wird genau zum Startzustand. Das heißt erstmal, das überzeugt uns, dass diese Intuition stimmt. Ne? S ist sowas wie der Startzustand von der Maschine. Es wird auch immer so bleiben, auch bei den kontextfreien Grammatiken und später. Und jetzt konstruieren wir die Regeln in der Grammatik folgendermaßen. Falls es eine Regel in der Grammatik gibt,
die sagt, die Startvariable darf durch das leere Wort ersetzt werden, dann heißt es ja andersrum, falls das leere Wort in der Sprache liegt, so rum, nachher kommt es andersrum. Also falls der Automat das leere Wort akzeptiert, das heißt, falls Q0 ein akzeptierender Zustand ist, schon, dann brauchen wir eine Regel in der Grammatik, die sagt, das leere Wort gehört zur Sprache. Und dann fügen wir diese Regel hinzu. Die Startvariable wird direkt ersetzt durch das leere Wort. Das ist also offensichtlich eine Art, das leere Wort zu erzeugen, ist einfach S zu nehmen, direkt zu vergessen und einfach das leere Wort auszugeben, fertig. Außerdem gehen wir durch die Übergangsfunktion durch. Das ist also so eine Tabelle aus Paaren von Zustand und Buchstabe. Und für jeden Eintrag in dieser Tabelle, wo dann ein neuer Zustand steht, machen wir Folgendes. Für alle Zustände fügen wir diesen Übergang hinzu. Also von Zustand Q beim Lesen von Buchstabe A gehen wir über in Zustand Q'. Und das ist offensichtlich eine Produktion unserer Grammatik, denn Q und Q' sind beide in den Variablensätzen und A gehört natürlich in die Terminalen. Und diese Regel ist offensichtlich vom regulären Typ. Sie erfüllt unsere Definition regulärer Grammatik. Und zweitens, falls das Q' ein akzeptierender Zustand ist, dann fügen wir noch diese Regel hinzu, wo wir direkt von Q nach A übergehen. Auch die passt in unsere Definition der regulären Grammatiken. So, jetzt haben wir unsere Arbeit getan. Jetzt müssen wir noch beweisen, dass diese Grammatik tatsächlich genau die Sprache des regulären Automaten M erkennt. Und wie machen wir das? Wir zeigen, für beliebige Worte aus der klinischen Hülle gilt folgende äquivalente Umformung. Hier stehen lauter Links- und Rechtspfeile. Das Wort X ist in der Sprache des endlichen Automaten M, genau dann, wenn, ja, erstens Definition dessen, dass man in der Sprache des Automaten ist, das heißt, es gibt eine Folge von Zuständen, so dass der Automat vom Startzustand unter Lesen des Wortes X übergeht in einen akzeptierenden Zustand. Das haben wir jetzt inzwischen so oft gemacht, ist uns völlig ins Blut übergegangen. Und das bedeutet, es gibt eine Sequenz von Variablen, die wir jetzt ja, also diese Zustände sind ja jetzt die Variablensätze unserer Grammatik, weil wir sie so definiert haben. Und insbesondere ist der Startzustand gleich dem Start, der Startvariable, weil wir sie so definiert haben. So, dass es Regeln gibt, die wir nämlich von Hand eingesetzt haben, hier oben in unsere Grammatik, so dass genau dieses Wort produziert werden kann. Und das wiederum nach Definition bedeutet ja, dass das Wort in der Sprache der Grammatik liegt. Und all diese Pfeile sind Äquivalenzen, also genau gleich. Das Wort ist in der Sprache des Automaten genau dann, wenn es auch in der Sprache der Grammatik liegt. Okay? Gut, machen wir es andersrum. Jetzt brauchen wir noch die Pfeile in die andere Richtung. Wir haben es gerade gezeigt, wenn man einen Automaten hat, kann man daraus eine reguläre Grammatik erzeugen. Angenommen, wir haben eine reguläre Grammatik, kann man daraus auch einen endlichen Automaten erzeugen. Also, hier ist ein Satz, für jede reguläre Grammatik G gibt es einen, jetzt machen wir mal einen NFA, das macht das Leben ein bisschen einfacher, einen nicht-deterministischen endlichen Automaten. Sie erinnern sich, DFAs und NFAs sind äquivalent, also ist in Ordnung, einen NFA zu erzeugen. Mit der gleichen Sprache. Also, angenommen, jemand gibt uns so eine reguläre Grammatik, die besteht aus Variablen, Terminalen, Übergangsregeln und Startvariable. Dann definieren wir uns unseren NFA, der hat Zustände, Alphabet, Übergangsfunktion, Startzustand, Endzustand, folgendermaßen. Wir machen uns den Zustandsraum, da könnten wir, im Prinzip möchten wir einfach als Zustandsraum die Variablen nehmen. Allerdings brauchen wir noch akzeptierende Zustände. Und Sie erinnern sich, in der Grammatik ist es ja so, dass die Menge an Variablen disjunkt ist von der Menge an Terminalen. Wir hören aber nur auf, wenn wir nur noch Terminale haben. Das heißt, wir brauchen einen extra Zustand, der uns erlaubt zu sagen, jetzt sind wir fertig. Ja, den fügen wir hinzu. Und zwar fügt man den so hinzu, dass man so eine Art direkte Vereinigung macht mit irgendwas Neuem. Wir erfinden eine neue Variable, einen neuen Zustand, den nennen wir ihn x, angenommen x gehört nicht zu v. Dann brauchen wir einen Startzustand, das ist offensichtlich, natürlich nehmen wir die Startvariable. Was sind die akzeptierenden Zustände unseres Automaten? Ja, es sind also genau diese X, die wir hinzugefügt haben, mit denen wir quasi markieren möchten, dass die Grammatik jetzt fertig ist mit ihrer Produktion. Und dann haben wir wieder den Spezialfall, das ist bei Grammatiken immer so, es gibt immer diesen Spezialfall, falls es den Übergang S nach Epsilon gibt.
Also falls das leere Wort produziert wird von der Grammatik, dann müssen wir noch den Startzustand mit hinzunehmen zu den akzeptierten Zuständen. Und dann schreiben wir die Übergangsfunktion auf und sagen, für jede Regel in der Grammatik, also für jede Regel in P, gehen wir einmal durch und sagen, wenn es diese Regel vom ersten Typ gibt, also die, wo noch weiter produziert wird, wo wir noch nicht fertig sind, da gibt es einen Übergang in der zugehörigen Übergangsfunktion. Und wir fügen einfach nur, ich meine, wir haben hier drei Sachen und da drei Sachen und wir können uns überlegen, was wohin gehört. Ne? Das passt dann einfach. Und falls es diese abschließenden Regeln gibt, wo quasi die Grammatik sagt, und hier mache ich danach nicht mehr weiter, hier endet ein so ein Pfad von der Produktion, dann fügen wir da insbesondere einen akzeptierenden Zustand hinzu. Und das war's, denn mehr Regeln kann es nicht geben, ist ja eine reguläre Grammatik. Also kann man wieder so eine Herleitung machen und diesmal machen wir es quasi genau andersrum. Ein Wort, man könnte sagen X und das ist A1, A2 bis AN oder W in A1, A2 bis AN, ist in der Sprache der Grammatik genau dann, wenn nach Definition wir es produzieren können unter den Übergängen. Das bedeutet aber, die können wir jetzt der Reihe nach lesen, dass es eine Reihe an Übergängen gibt, die genau hier stehen, die immer hier am Ende der Produktion, am rechten Ende dessen, was da produziert wird, dieser Sequenzen, Übergänge darstellen zwischen dem, was am Ende steht, der Produktion, und immer nur so quasi nach rechts weiter durcharbeiten durch diese Produktion. Dass wir das am Ende lesen können als eine erweiterte Übergangsfunktion unseres Automaten, der am Anfang anfängt mit Q0 und dann der Reihe nach durch diese Übergänge durchgeht und immer quasi links einen Buchstaben rausschiebt, sodass am Ende das Wort produziert ist. Oder eben, wenn Sie den ganzen Satz rückwärts lesen wollen, er konsumiert das Wort von links nach rechts und geht dabei über durch seine Zustände und landet dann am Ende genau bei diesem Wort und deshalb ist das Wort dann genau dann auch in der Sprache des Automaten. Okay? Gut, ein paar Leute nicken noch. Ich fasse auch mal ganz kurz zusammen. Was wir gemacht haben ist, wir haben festgestellt, dass es nochmal eine ganz andere Art gibt, über Wörter nachzudenken, die vielleicht, wenn man das Wort Wörter benutzt, viel mehr Sinn macht, nämlich als Produktion von Sprache nach grammatikalischen Regeln. Also nicht, sagen wir mal, eine technische Definition in Form von einem Computer, der irgendwas berechnet, sondern eine linguistische Definition in Form der Produktion von Wörtern, die aus Buchstaben bestehen, also Terminalen, nach den Regeln der Grammatik, die bestimmte Variablen ersetzt durch Terminale und Variablen. Und dafür haben wir erstmal die abstrakte Definition der Grammatik gewählt. Und dann haben wir gesehen, dass da drin dass die operative Teil der Grammatik sind diese Ersetzungsregeln. Und je nachdem, wie stark man die einschränkt, kriegt man unterschiedlich mächtige Arten von Grammatiken. Insbesondere kann man sie sehr stark einschränken und sagen, die Regeln dürfen nur so sein, dass immer nur eine Variable entweder direkt durch eine Terminale ersetzt wird oder einen einzigen Buchstaben erzeugt und dann dahinter eine neue Variable einsetzt. Diese nennen wir reguläre Grammatiken. Stellt sich raus, die sind genau die Regeln, welche die Wörter erzeugen, die in den regulären Sprachen liegen. Oder die, welche Sprachen erzeugen, welche Teil der regulären Sprachen sind. Wir haben auch Beispiele gesehen für das eins mächtiger Konzept, nämlich für die kontextfreien Grammatiken, wo einfach nur eine Variable, aber nur eine, ersetzt wird durch eine Mischung aus Variablen und Terminalen. Und wir haben schon gleich gesehen in den Beispielen, dass diese Art von Regeln, diese kontextfreien Grammatiken, mächtiger sind. Denn sie erlauben uns insbesondere, da haben wir gesehen durch Beispiele, ein paar Sprachen zu erzeugen, welche ganz klar nicht regulär sind. Insbesondere diese 0 hoch n, 1 hoch n Sprache, mit der wir letzten Dienstag mit Hilfe des Pumping-Lemmas gezeigt haben, dass sie nicht regulär ist. Das heißt, es lohnt sich, nochmal ein, zwei Vorlesungen lang über diese kontextfreien Grammatiken nachzudenken und zu fragen, was für eine Art von Berechenbarkeitsmodell die eigentlich entsprechen. Und hier möchte ich jetzt einen anderen Weg wählen als in den ersten fünf Vorlesungen. Da haben wir
angefangen mit dem Automaten. Ich habe gesagt, das ist ein endlicher Automat. Und dann haben wir festgestellt, was der so alles kann. Jetzt machen wir es einmal andersrum. Wir haben jetzt was, wir haben gemerkt, dass die endlichen Automaten die regulären Sprachen erzeugen und dass die auf eine bestimmte Art und Weise begrenzt sind und dass wir gerne, dass wir gerne irgendwie noch mehr machen können. Und die eine Art ist zu charakterisieren, wie wir da darüber hinausgehen können, ist durch die kontextfreien Grammatiken. Also wir haben also eine Art, die Produktionsregeln mächtiger zu machen. Und jetzt studieren wir erstmal diese Menge an Sprachen, die nennt man die kontextfreien Sprachen, was für Eigenschaften die haben. Und dann schauen wir uns nächsten Dienstag an, wie die zugehörige Maschine aussieht. Das ist eine relativ typische Art, das so zu machen, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass das, was wir jetzt gleich machen werden, uns erkennen lässt, dass die kontextfreien Sprachen etwas komplexere Struktur haben als die regulären Sprachen und das spannende Fragen aufwirft dafür, wie das wohl in der Maschine, was das wohl bedeutet für eine Maschine. Das andere ist, dass sich herausstellen wird, dass bei den kontextfreien Grammatiken die Äquivalenz zu einer bestimmten Art von Maschine leider ein bisschen technisch ist. Und das werde ich dann in der Vorlesung, Dienstag in zwei Wochen machen, weil nächsten Donnerstag ist ja Feiertag. Da schauen wir dann mal, wie weit wir damit kommen. Die sind technisch sehr wichtig für die Theorie von Parsern, für Programmiersprachen. Die sind aber leider in der Theorie so ein bisschen, da sind so ein paar Aspekte dran, die einen, wo man ein bisschen drüber strauchelt. Okay, ich merke schon, ich habe sie verloren, das war zu viel Geschwafel. Jetzt machen wir mal gleich einen direkten Schritt. Das Erste, von dem ich Sie überzeugen möchte, und da werde ich aber keinen Beweis dazu machen, sondern nur so ein bisschen die Hand wedeln, weil es uns sehr hilft, aber nicht so wahnsinnig einsichtig ist, ist, dass man alle kontextfreien Grammatiken aufräumen kann. Kontextfreie Grammatiken, die also von dem Typ links eine Variable, rechts eine beliebige Mischung aus Terminalen und Variablen sind, kann man immer in dieser Form schreiben, nämlich entweder eine Variable wird ersetzt durch zwei Variablen oder eine Variable wird ersetzt durch eine Terminale. Und diese Form nennt man die Chomsky-Normalform. Sie können sich denken, warum. Und warum geht das? Ja, da kann man sich, das ist eigentlich so eine reine, so wirklich so eine Informatikerin-Arbeit. Ja, Sie nennen sich, da gibt es halt diese Regeln, da steht links immer eine Variable und dann rechts stehen beliebige Kombinationen. Wenn da beliebige Kombinationen stehen, dann kann man die immer aufräumen. Ja, man kann immer sagen, wenn da halt was steht von eine Variable ersetzt drei Variablen, dann kann ich halt eine neue Variable einführen, die aus dem Paar von den beiden Variablen besteht, die hinten stehen zum Beispiel. Dann habe ich, also wenn da die Regel steht, A wird ersetzt durch B, C, D, dann führe ich halt eine neue Variable C' ein und füge eine neue Regel ein, C' nach C, D, die ist auch von diesem Typ und dann habe ich diese Dreierersetzungsregel, bin ich losgeworden. Ne? Ist irgendwie klar. Und wenn da eine Regel steht, A wird ersetzt durch die Terminalen A, B, C, dann füge ich neue Regeln ein. A wird ersetzt nach Groß B, C' und Groß B, C' wird ersetzt nach B, C, D. Wie das geht, haben wir gerade gemacht. Und dann mache ich eine einzelne Regel, die jeweils die einzelnen Terminalen, Variablen ersetzt durch einzelne Terminale. Ist auch irgendwie klar, ne? Dann könnte es noch sein, dass es Regeln gibt von der Form A nach leer, die brauche ich eigentlich gar nicht, es sei denn, es ist die Startvariable, also wenn hier steht S nach leer, dann müsste ich die mit drin lassen, weil ich muss das leere Wort mit in die Sprache reinnehmen können, deswegen brauche ich hier oben noch eine extra Regel, falls in der Grammatik die Regel S nach Epsilon drin ist, dann ist die auch erlaubt, dann gehört das auch noch zur Chomsky-Normalform, alle anderen kann ich rausstreichen, alle, die von der Form A nach B sind, kann ich auch vergessen, weil es ist im Prinzip nur eine Umbenennung von einer Variable in einen anderen Namen, die brauche ich nicht in meiner Tabelle zu behalten. Und ich hoffe, das reicht als Beweis. Geht das so? Glauben Sie mir das? Sie müssen auch den Beweis nicht nochmal irgendwie nachvollziehen, wenn Sie wollen. Wenn man den richtig machen würde, braucht er irgendwie drei Slides und ist ganz schön technisch. Aber es ist irgendwie klar, ne? Das ist quasi nur Aufräumen in den Regeln. Okay, warum ist das hilfreich? Es ist so ein bisschen wie, wir hatten schon, wo war das letzte Mal, dass wir so ein Beispiel hatten? Bei den regulären Ausdrücken. Da habe ich Ihnen auch gesagt, die Definition der regulären Ausdrücke enthält nur diese drei Operationen, Konkatenation, Vereinigung und klinische Hülle. In Regex haben sie aber noch viel mehr verschiedene Operationen und die nehmen wir nicht als Teil der Definition, weil wir sie erzeugen können aus diesen drei elementaren Regeln. Und warum machen wir das so? Weil es die Beweise erleichtert.
weil man danach nur noch über diese drei verschiedenen Regeln nachdenken muss in allen Beweisen und nicht über alle 12 verschiedenen Funktionen, die es in Regex gibt, in POSIX. So ähnlich ist es hier auch. Wenn man Grammatiken einmal so aufräumen kann, dann kann man sich danach nur noch mit diesen zwei Arten von Regeln beschäftigen und dadurch werden die Strukturen, die man analysieren muss, sehr viel einfacher. Insbesondere heißt das, dass die Parsbäume dieser Grammatik oder solcher Grammatiken, von kontextfreien Grammatiken, immer ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit des Arguments Binärbäume sind. Wir können uns also immer vorstellen, dass dieser Baum, den wir da zeichnen, an jedem Punkt immer nur sich in zwei Arme ausbreitet, bis zum Ende, und da, wo die Blätter des Bäumes sind, wird einfach immer eine Variable durch genau eine Terminale ersetzt. Macht das Ganze sehr viel einfacher. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich jetzt Ihnen zeigen kann, was man mit dieser Art von strukturierter Grammatik analysieren kann. Es stellt sich nämlich raus, dass es für kontextfreie Grammatiken auch ein Pumping-Lemma gibt. Genauso wie für die regulären Sprachen. Und dass das nur ein ganz klein bisschen anders aussieht. Und das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Bevor ich das mache, warum machen wir das? Ja, wir haben mit dem Pumping-Lemma, erinnern Sie sich, was das Pumping-Lemma ist? Das war ja nur jetzt gerade erst letzten Dienstag. Warum wir das gemacht haben? Es war eine Charakterisierung dessen, wie beschränkt reguläre Sprachen eigentlich sind. Das Pumping-Lemma hat uns gezeigt, dass auch wenn reguläre Sprachen zwar unendlich groß sein können, sie aber nur eine sehr beschränkte Menge an endlichen Mustern abbilden können. Und damals haben wir gesehen, dass wir damit insbesondere diese Sprache 0 hoch n, 1 hoch n nicht erkennen können. Dass also diese endlichen Automaten total auf eine Art echt wenig können, die können noch nicht mal zählen. Und jetzt werden wir sehen, dass für die kontextfreien Grammatiken, von denen wir gerade gedacht haben, dass sie das Ganze ein bisschen mächtiger machen, auch wieder ein Pumping-Lemma gilt. Das heißt, dass auch kontextfreie Grammatiken in einer starken Sicht, einer starken Art und Weise eingeschränkt sind. Dass sie nur bestimmte Arten von Muster abbilden können. Aber diese Muster sind jetzt ein ganz klein bisschen reichhaltiger als bei den endlichen Automaten. Und dieses Pumping-Lemma, das nennt man auch das Pumping-Lemma von Bar-Hillel, das sind die Autoren des zugehörigen Papers, einfach um es abzugrenzen von dem Pumping-Lemma für die regulären Sprachen. Manchmal sagt man auch, es ist das Pumping-Lemma für die kontextfreien Sprachen oder das kontextfreie Pumping-Lemma. Und das sieht vom Satz her ganz, ganz ähnlich aus zu dem, was Sie aus dem Pumping-Lemma für die regulären Sprachen kennen. Also auch schon mal eine gute Gelegenheit, nochmal zu wiederholen, wie das bei den regulären Sprachen funktionierte. Sei G eine kontextfreie Grammatik und wir nehmen an, sie ist in der gerade eben kennengelernten Chomsky-Normalform, CNF. Und sie hat n Variablen, da geht es schon los, das ist wieder was Endliches. Ne? Kontextfreie Grammatiken sind auch ein endliches Objekt, also dadurch entsteht so eine gewisse Endlichkeit. Dann gilt für jedes Wort in der Sprache dieser Grammatik, welches länger ist als, und jetzt wird es sehr konkret, 2 hoch n. Sie ahnen schon, die 2 kommt von der binären Form dieses Baumes, dass es eine Zerlegung gibt, und die sieht so ähnlich aus wie beim Pumping-Lemma für die regulären Sprachen, aber sie hat jetzt 5 Teile, nicht 3. Irgendjemand hat mich am Dienstag gefragt, was denn wäre, wenn man 5 Terme hätte in der Zerlegung. Hier sind Ihre 5 Terme. R1, Q1, R, Q2, R2. So das gilt. Erstens, dieses Ding in der Mitte, Q1, R, Q2, das ist das, was vorher bei den regulären Sprachen das V oder das Z in der Mitte war, Y in der Mitte, ist von der Länge kleiner gleich 2 hoch n. Jetzt wieder so ähnlich wie bei den endlichen Automaten. Da haben wir gesagt, in den ersten n Schritten muss er durch was durch, in dem das Muster drinsteht. Hier steht jetzt so etwas Ähnliches, nur dass das Muster in der Mitte auftaucht. Die Länge von Q1, Q2 ist größer 0. Das entspricht dem, was vorher die Länge von Y ist größer 0 war. Also da ist das Muster, das wir da sehen, ist endlich. Es ist nicht das leere Wort. Und für alle i größer 0 gilt genauso eine Pumpeigenschaft. Das heißt, es gibt dieses Muster Q1, Q2, aber das wird in 2 Teile aufgeteilt. Und die werden jetzt immer nach links und rechts rausgepumpt, quasi. Dadurch wird der Ausdruck immer größer. So, und auch dieser Satz ist wieder, ich wiederhole nochmal das Banale, eine notwendige Beschreibung von kontextfreien Sprachen. Das heißt, alle kontextfreien Grammatiken oder
alle Sprachen zu kontextfreien Grammatiken, die nennt man auch die kontextfreien Sprachen. Alle kontextfreien Sprachen haben diese Eigenschaft. Also natürlich auch die endlichen kontextfreien Sprachen, ist aber langweilig, aber insbesondere die unendlichen kontextfreien Sprachen haben diese Eigenschaft. So, und jetzt ist die Frage, wie beweist man das? Man beweist es im Prinzip, jetzt überlegen wir ganz noch, kurz nochmal einen Schritt zurück und überlegen, wie wir das bei den endlichen Automaten gemacht haben. Da war der Beweis so, dass wir durch den Berechnungsbaum des Automaten durchgehen, sagen wir finden den Pfad, welcher der Automat, damals hatten wir ja einen Automaten, den endlichen Automaten, welchen der durchläuft, während er seine Berechnung durchführt. Und wenn dieser Pfad länger ist als die Anzahl der Zustände, welche der Automat hat, dann muss er notwendigerweise nach dem Schubfachprinzip mindestens einen der Zustände mindestens zweimal erreicht haben. Und dann können wir den Teilpfad, der von diesem Zustand zu sich selber zurückführt, das ist eine Schleife, den können wir dann mehrfach durchlaufen und deswegen gilt das Pumping-Lemma. Diesmal haben wir aber keinen Automaten, wir haben nur diese Grammatik, diese Ersetzungsregeln. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Argument, das ist eine Transferaufgabe, wir müssen dieses Argument, das wir gerade für die endlichen Automaten gemacht haben am Dienstag, müssen wir jetzt rüber transportieren zu diesen Binärersetzungsbäumen der kontextfreien Grammatik. Und da kommt genau dieses 2 hoch n her, diese exponentiell größere Struktur. Wenn wir, wissen Sie was, ich zeige Ihnen einfach das Bild, und dann machen wir das Argument von da. Wenn wir eine Herleitung haben des Wortes, eines bestimmten Wortes durch diesen Binärbaum, und Sie haben von der vorherigen Slide gesehen, dieses Wort ist dann von der Form R1, also der linke Teil, Q1, RQ2, R2. Dann ist klar, dass wir jedes Wort, das auf binäre Art und Weise erzeugt wird, durch binäre Ersetzungen, können wir genauso schreiben. Ne? Das ist einfach ein Binärbaum, ein allgemeiner Binärbaum. Und solange das Wort kurz genug ist, ist es einfach ein Binärbaum, mit dem wir nicht viel sagen können. Aber wenn das Wort länger ist als 2 hoch n, dann sind wir also n Stufen durch diesen Binärbaum durchgegangen. Ja? Also ein Binärbaum von Tiefe n hat 2 hoch n Blätter. Klar? Ah, ein paar Leute nicken, dankeschön. So, wenn wir also ein Wort haben, das länger ist als 2 hoch n, dann wissen wir, dass in diesem Binärbaum mehr als n Ebenen drin sind, also n plus 1 insbesondere. Weil aber die Grammatik nur n Variablen hat, muss es in dem Baum mindestens eine Variable geben, die mindestens zweimal vorkommt. Nennen wir sie x. So, und ab danach läuft alles genauso wie vorher. Nur, dass wir jetzt nicht mehr eine Schleife haben, die wir nochmal durchlaufen können, sondern wir haben einen Teilbaum, den wir nochmal irgendwo reinkopieren können. Also, der Teilbaum, der von hier nach da führte, dieses Ding, was da drunter hängt, da können wir wieder genau sowas reinhängen, genau so eine Aufspaltung, die wieder zu x führt. Und die wird dann genau links nochmal ein Q1 hinhängen und genau rechts nochmal ein Q2. Und das können wir beliebig oft wiederholen, und dann wird immer wieder diese Wiederholung des Musters drin sein. Ja? Kann man also sagen, dass es quasi einen Pfad von Funktionsregeln gibt, welche quasi bei x anfangen und wieder bei x enden? Und es quasi so gesehen auch so eine Art Pfad ist? Ja. Nur, also Pfad ist einfach das falsche Wort. Das ist ein Baum. Ja, ein Pfad ist eine andere Art von Graph. Also eine Kette von Zuständen. Und hier ist es nicht eine Kette, sondern ein Baum. Eine mächtige Art Graph, die da reinkopiert wird. Aber eben immer noch so eine beschränkte Art von Muster. Nur, dass die Muster, wenn Sie so wollen, exponentiell komplexer sein können, weil sie eben Bäume sind statt Pfade. Ja? Ja. Also eine beliebige Anzahl, wobei, ja, nee, es ist eine beliebige Anzahl, aber größer 0. Also natürlich mehr als ein Schritt. Ja. Mehr als 0 Schritte. So. Deswegen, sonst wäre es ja eine triviale Ersetzung. Okay, also,
Ich hoffe, dass ein großer Teil von Ihnen diesem Beweis auf der abstrakten Ebene folgen konnte, dass das sehr ähnlich ist zu dem, was wir mit dem Pumping-Lemma bei den endlichen Automaten gemacht haben. Der Grund, warum wir den gemacht haben, ist, also, machen wir mal ein paar Gründe, warum es sich gelohnt hat, dem zuzuhören, hoffentlich. Warum Sie die letzten 20 Minuten nicht umsonst hier waren. Erstens, Sie hatten eine Chance, nochmal über das Pumping-Lemma nachzudenken, auch für die endlichen Automaten. Sie erinnern sich, dass das eine notwendige Eigenschaft von diesen beiden Arten von Sprachtypen sind, reguläre Sprache, kontextfreie Sprache. Sie haben jetzt auch verinnerlicht, dass das Pumping-Lemma irgendwie so beschreibt, dass diese Arten von Sprachen auf eine bestimmte Art und Weise beschränkt sind in ihrer Mächtigkeit. Diese Produktionsregeln erzeugen im Allgemeinen unendlich große Sprachen. Das klingt toll, weil sie aus der klinischen Hülle stammen, aber auf eine Art sind die sehr, gibt es quasi innerhalb der klinischen Hülle nur sehr wenige von diesen Sprachen, weil sie nämlich nur sehr reguläre Muster enthalten. Bei den regulären Sprachen sind es insbesondere solche Muster, die direkt hintereinander kopiert werden. Schleifen in der Berechnung des Automaten. Bei den kontextfreien Sprachen sind es Teilgraphen des Produktionsbaumes, also Teilbäume, die ineinander reinkopiert werden. Und dadurch werden die Muster komplexer. Aber wenn wir sie so hinschreiben, dann sehen wir, dass sie eigentlich nicht komplexer sind. Sie sehen nämlich immer nur, dass das gleiche Muster links und rechts reinkopiert wird. Aber das gleiche, immer, also die linke Seite und die rechte Seite sind unterschiedlich, ne? Q1 und Q2 sind nicht das gleiche, aber sie werden eben immer auf die gleiche Art und Weise wieder reinkopiert. Also immer wenn ich das Q1 um 1 pumpe, muss ich das Q2 auch um 1 pumpen. Und jetzt wird es verrückt. Diese Art von Struktur, die hilft uns direkt dabei, zu verstehen, was kontextfreie Grammatiken nicht können. Wir können nämlich zum Beispiel zeigen, dass diese Sprache A hoch N, B hoch N, C hoch N nicht kontextfrei ist. Und das muss ja erstmal irgendwie frustrierend sein, es zum ersten Mal zu sehen. Jetzt haben wir gerade verstanden, dass wir A hoch N, B hoch N kontextfrei schreiben können. Ja super, klingt irgendwie viel mächtiger. Ach, und alle Klammern und alle algebraischen Ausdrücke. Aber dreimal bis N zählen können wir nicht. Das heißt also etwas vereinfacht gesagt, ne, die endlichen Automaten konnten nicht zählen, linear zählen. Und die zugehörigen Automaten, die wir noch nicht kennen, zu den kontextfreien Sprachen, die können nicht exponentiell zählen oder geometrisch zählen. Ne. Die können nicht feststellen, dass sie dreimal die gleiche Zahl an Symbolen gesehen haben. Wie können wir das zeigen? Naja, wir zeigen das auf die gleiche Art und Weise, wie wir mit dem Pumping-Lemma für reguläre Sprachen gezeigt haben, dass A hoch N, B hoch N nicht regulär ist. Nämlich, wir drehen das Argument wieder genau um. Ja? Also angenommen, diese Sprache wäre kontextfrei, dann gäbe es ja eine kontextfreie Grammatik mit N-Variablen, welche sie erzeugt. Und dann zeigen wir, dass diese Grammatik genau diese notwendige Eigenschaft nicht hat, die aus dem Pumping-Lemma folgt. Nämlich, wir wählen jetzt das K so, also die Länge der jeweiligen Sequenzen, sodass dieser Dreierzyklus größer als das wird, was wir brauchen aus dem Pumping-Lemma, aus dem Bahilel-Lemma, also insbesondere muss man es halt so wählen, damit es passt. Ja? Dann gäbe es ja notwendigerweise aus dem Pumping-Lemma diese Zerlegung in diese Teile, dieses Q1 und Q2 mit Rs dazwischen, also verschiedenen Rs, R1, R, R2, so dass Q1, Q2 endlich groß ist und wir beliebig oft pumpen können. So, und das geht nicht, denn jetzt kann man wieder genauso ein Argument machen wie bei dem Pumping-Lemma für die regulären Ausdrücke, weil das von dieser Form sein soll, muss Q1, Q2 entweder ein A oder ein B enthalten oder R muss ein B oder ein C enthalten. Und wenn wir dann pumpen in Q1 oder in Q2, dann steigt nur die Zahl der Bs oder nur die Zahl der Cs oder nur die Zahl der As, ja? Also halt unterschiedlich groß. Und damit machen wir das kaputt, dass da gleich viele A, B, Cs drin sind. Ja, war das jetzt zu schnell? Oder so? Na, okay, da wird der Kopf geschüttelt, sehr gut. Schön, erstens mal haben wir jetzt verstanden, aha, irgendwie blöd, diese kontextfreien Sprachen sind zwar mächtiger, aber nicht ja, geometrisch mächtiger. Also sie können halt sehen, dass zwei
Also A und B gleich oft vorkommen, aber nicht, dass A, B, C nacheinander gleich oft vorkommt. Das ist irgendwie ganz schön enttäuschend. Das heißt ja, dass einiges irgendwie nicht geht. Man kann aber sogar diese Eigenschaft direkt benutzen, um noch was viel Verrückteres über den Raum der kontextfreien Sprachen zu zeigen. Und den mache ich in zwei Schritten. Das ist noch das, ich glaube, das Vorletzte, was ich Ihnen zeigen möchte, was tatsächlich direkt uns dabei hilft, vorzuahnen, wie schwer es werden wird, einen Automaten zu finden, der kontextfreie Grammatiken erkennen kann. Nämlich, Sie erinnern sich, bei den endlichen Automaten und den regulären Sprachen dazu, haben wir gesehen, dass die Menge der regulären Sprachen abgeschlossen ist, unter, wer weiß es noch alles? Komplementbildung, Vereinigung, Schnitt, klinische Hülle, ja, und daraus folgten noch alle möglichen anderen Sachen. Jetzt kann man für die kontextfreien Sprachen kann man so etwas Ähnliches zeigen. Man kann zum Beispiel zeigen, dass die Menge der kontextfreien Sprachen abgeschlossen ist unter Vereinigung. Das ist ein ganz einfacher Satz, steht hier auf der Slide, machen wir in drei Zeilen. Angenommen, wir haben zwei Sprachen, L1, L2, die kontextfrei sind, dann ist auch deren Vereinigung kontextfrei. Aha. Also, wie machen wir das? Angenommen, wir haben diese beiden zugehörigen Grammatiken, dann können wir eine neue Grammatik erzeugen, die funktioniert folgendermaßen. Sie können sich fast schon so den Parsebaum vorstellen. Ja, also zu jeder dieser Grammatiken, zu Worten, die in diesen Dingen drin liegen, gehören solche Bäume. Und wir fügen jetzt eine neue Startvariable hinzu, die den Übergang am Anfang macht von der neuen Startvariable entweder auf die eine oder auf die andere und danach einfach so weitermacht, wie es halt in den Grammatiken drinsteht. Ja, das heißt, dann kann ich Wörter erzeugen, die entweder aus dem einen Art von Baum stammen oder aus dem anderen Art von Baum. Macht das Sinn? Nee, also machen wir es nochmal langsam. Wir erzeugen eine neue Grammatik, die besteht aus, Achtung, Sätzen an Variablen. Also angenommen, wir haben das gleiche Alphabet für die Terminalen, der Einfachheit halber. Sonst macht man so ein bisschen, räumt man ein bisschen auf mit Vereinigungen. Dann bauen wir einen neuen Satz an Variablen, die besteht genau aus der Vereinigung der beiden Variablensätze der beiden Grammatiken und außerdem einer neuen Startvariable, nennen wir sie S. Und wir nehmen die alten Startvariablen S1 und S2. Und dann müssen wir ja nur noch die Regeln bauen. Wir haben schon die neue Startvariable, sie heißt S. Und die Regeln sind einfach die Vereinigungen der Regeln und zusätzlich noch eine neue Regel, die sagt, das Wort fängt entweder an, indem es aus der einen Grammatik erzeugt wird oder es wird aus der anderen Grammatik erzeugt. Und dann gilt für beliebige Wörter, sie sind in der Vereinigungsgrammatik, wenn es eine Produktion gibt, die entweder damit anfängt, dass man am Anfang entscheidet, sie aus der einen Grammatik zu erzeugen oder daraus sie aus der anderen Grammatik zu erzeugen und danach einer Regel der Grammatik folgt. Und dabei kommt genau das raus, was man erwartet. Ja? Gemeint, also halt beliebige Wörter, die entweder aus der einen oder aus der anderen Grammatik stammen. Okay, schön und gut. Und jetzt glauben Sie, mein Gott, das ist irgendwie so eine komische Fingerübung. Was hat der Hennig da mit diesen Abschlüssen? Ich habe schon nicht verstanden, warum wir das eigentlich machen mussten bei den regulären Sprachen. Und jetzt kommt die Überraschung. Für den Schnitt gilt es nämlich nicht. Bei den regulären Sprachen haben wir gesagt, es gilt für die Vereinigung und für den Schnitt und deshalb auch fürs Komplement und da ist irgendwie alles ganz, ganz regulär. Aber beim Schnitt gilt es nicht. Beim kontextfreien Grammatiken gilt es für den Schnitt nicht. Warum? Na ja, schauen wir mal. Habe ich ihn verloren? Irgendwie früher oder später passiert es immer. Immer wieder aufwachen. Ich mache es mit der normalen Maus. Hier ist der Satz, der das quasi das Gegenteil sagt, nämlich es gibt kontextfreie Sprachen, L1 und L2, deren Schnitt nicht kontextfrei ist. Und wir beweisen das konstruktiv, indem ich Ihnen eine Sprache zeige, oder ein paar an Sprachen L1, L2, die genau diese Eigenschaft hat. Das sind nämlich diese beiden Sprachen, A hoch N, B hoch N, C hoch M, mit einem anderen M als N, und A hoch M, B hoch N, C hoch N, das mit einem M anders als N, deren Schnitt
ist genau diese Sprache A hoch N, B hoch N, C hoch N, von der wir gerade mit dem Pumping-Lemma gezeigt haben, dass sie nicht kontextfrei ist. Wir wissen aber, dass die Vereinigung von zwei kontextfreien Sprachen wieder kontextfrei ist. Das heißt, dass eine von den beiden da nicht, deren Schnitt ist nicht kontextfrei und die beiden sind aber kontextfrei. So, sorry, ich habe glaube ich die Slide vergessen, wo ich zeige, wie man die kontextfrei erzeugt. Da können Sie sich selber überzeugen, dass es eine Grammatik gibt, die Bleedinger erzeugt. Nicht so kompliziert. Die Regel dazu ist sogar vergleichsweise einfach hinzuschreiben. Ja, also diese beiden Sprachen sind beide jeweils kontextfrei, aber ihr Schnitt, haben wir gerade bewiesen, ist nicht kontextfrei. So. Sieht man das in einem Venn-Diagramm oder sieht man nicht? Naja, man malt halt das Venn-Diagramm so, dass man das dann sieht. Man malt halt das Venn-Diagramm dann so, dass man es sieht. Also in einem Venn-Diagramm können Sie ja malen, wie Sie wollen, da können Sie beliebige... Aber kann man das grafisch darstellen? Eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass ein Venn-Diagramm hier uns groß weiterhilft, dieses Ding. Also weil es ist ja eine Operation auf der Menge der kontextfreien Sprachen. Deswegen fürchte ich, dass da das nicht das richtige Bild dafür ist. Aber das bedeutet übrigens, und damit, das ist eigentlich das, was ich Ihnen quasi zeigen möchte darauf, weswegen ich so begeistert davon bin, dass es kontextfreie Sprachen gibt, deren Komplement nicht kontextfrei ist. Denn wir haben ja gerade gesehen, dass der Schnitt von zwei kontextfreien Sprachen nicht notwendigerweise kontextfrei ist, aber dass die Vereinigung von zwei kontextfreien Sprachen immer wieder kontextfrei ist. Wir wissen aber, dass für den Schnitt der Schnitt als Vereinigung von Komplementen schreibbar ist oder eigentlich als das Komplement der Vereinigung von Komplementen. Und das heißt, dass wenn wir hier zwei kontextfreie Sprachen haben, L1, L2, und hier links was haben, was nicht kontextfrei ist, dann muss irgendeine von diesen Komplementen, entweder die kleinen hier oder das große oben drüber, muss uns rausbringen aus den kontextfreien Sprachen. So, und jetzt, warum ist es spannend, diese Beobachtung zu machen? Die klingt erstmal sehr abstrakt. Aber unsere Aufgabe in der nächsten Vorlesung wird es sein, einen Automaten zu erfinden, welche kontextfreie Sprachen erkennen kann. Also eine Klasse an Automaten, welche alle kontextfreien Sprachen erkennen kann. Und Sie erinnern sich, dass wir bei den endlichen Automaten diese Eigenschaft, den Abschluss unter Komplementbildung sehr einfach zeigen konnten, indem wir einfach den endlichen Automaten genommen haben, der eine Sprache erkennt und genau seine akzeptierenden Zustände und die nicht akzeptierenden Zustände vertauscht haben miteinander. Ja? Also alles, was vorher akzeptiert, wird nicht akzeptiert und alles, was vorher nicht akzeptiert, wird jetzt akzeptiert. Diese Art von Konstruktion, die wird bei was auch immer da als nächstes kommt, nicht möglich sein. Diese neue Art von Automat, die wir da bauen, die wird nicht einfach Zustände haben, die akzeptierend sind oder nicht, die man dann einfach ersetzen kann durcheinander. Sondern sie muss irgendwie mächtiger sein als eine Beschreibung in Form von Zuständen, deren Eigenschaft das Akzeptieren des Automaten determiniert. Und jetzt stellen Sie sich vor, es ist 1956 und Ihre Aufgabe ist, diese Art von Maschine zu erfinden. Ja, Chomsky ist da jetzt lang gekommen mit seinem Paper über die Hierarchie und Sie müssen jetzt ein neues Berechnungsmodell dafür, eine echte Maschine erfinden, die man tatsächlich bauen kann, die Sie den Ingenieuren geben können und sagen, bau mal so eine Maschine. Dann sollte jetzt Ihr Gedankengang sollte sein, diese Architektur, die ich dazu baue, die kann nicht nur über Zustände definiert sein. Denn wenn ich das Verhalten der Maschine über ihre Zustände beschreibe und dann sage, die akzeptiert, wenn sie in einem akzeptierenden Zustand endet, genau dann, wenn, dann passt das nicht zusammen mit dem, was ich gerade verstanden habe über kontextfreie Sprachen. Ja? Ja, ein paar Leute nicken. Ich hoffe, ein paar von Ihnen verstehen, warum das irgendwie eine tiefgreifende Erkenntnis ist. Also dieses Sprachen sind abgeschlossen unter Vereinigung und Schnitt und das klingt immer so ein bisschen nach
so eine Fingerübung, die die Mathematiker halt machen, wenn sie über Räume nachdenken. Aber das ist mal ein Beispiel, wo diese nennen wir es mal algebraische Struktur auf diesen Sprachen einem direkt was darüber sagt, wie die Hardware auszusehen hat. Also die Regeln der Hardware. Das Berechnungsmodell muss jetzt strikt größer sein als Zustände, die markiert sind mit gut oder schlecht. Und die Antwort darauf wird sein, Vorblick auf den nächsten Dienstag, dass wir einen Speicher unserem Automaten hinzufügen und das, was im Speicher steht, wird mit beeinflussen, ob die Maschine akzeptiert oder nicht. Denn, Sie können sich vorstellen, den Speicher, den kann man ja nicht einfach negieren. Ja? Wenn da in dem Speicher ein String steht, dann gibt es nicht einfach das Komplement dieses Strings, sondern das ist dann ein größerer Raum, in dem ist irgendwie mehr los. Und deswegen wird das Ganze schwerer. Und diese Art von Struktur, die werden wir dann erzeugen. Das machen wir nächsten Dienstag. Der schnelle Vorgriff ist, da kommt jetzt erstmal eine sehr begrenzte Art von Speicher, das ist der Stack. Stacks kennen Sie schon aus anderen Vorlesungen. Mit dem Stack werden wir uns eine Weile beschäftigen, zwei Vorlesungen lang. Und dann werden wir merken, dass das auch nicht reicht, dass man damit nämlich nur die kontextfreien Sprachen erkennen kann. Und dann werden wir merken, wir brauchen noch einen mächtigeren Speicher als ein Stack. Wir brauchen so eine Art Random Access Speicher, ja, auf den man dann alles zugreifen kann. Und das wird dann das Band der Turing-Maschine sein. Zusammenfassung für heute. Übrigens, ganz kurz, bevor ich die große Zusammenfassung mache. Herzlichen Dank an alle von Ihnen, die am Dienstag Feedback auch Ihren TutorInnen gegeben haben. Ich habe jedem einzelnen Tutor, jeder Tutorin eine automatisch generierte E-Mail geschickt mit ihren Antworten. Ein Tutorium gab es, bei dem niemand Feedback gegeben hat für das Tutorium, das war das von Felix Böhm. Lag vielleicht daran, dass dieses Tutorium direkt im Anschluss an die Vorlesung ist. Dennoch, wenn Sie in dem Tutorium sind, schauen Sie trotzdem auf Ilias nach, geben Sie ihm Feedback nächste Woche, diese Woche ist schon zu spät, aber nächste Woche wieder. Ich werde Sie jetzt jeden Dienstag bitten, Ihren Tutor Ihnen auch Feedback zu geben. Was haben wir heute gemacht? Wir haben ganz, ganz großen, schnellen Schritt gemacht über eine Reihe an Konzepten, die wir nur so am Rande der Vorlesung quasi als Arme, die rauszeigen, aus ihr benutzen. Nämlich erstens Grammatiken. Es gibt also auch eine linguistische Art und Weise, über Sprachen nachzudenken. Nämlich durch Ersetzungsregeln, die so einen Baum von Produktionen von oben nach unten durchlaufen und dabei Sätze erzeugen oder Wörter erzeugen, die auch in einem aus der klinischen Hülle eines Alphabets stammen und deshalb auch Sprachen definieren. Und in diesen Ersetzungsregeln, die Struktur dieser Regeln, die erlaubt uns eine Charakterisierung in Form einer Hierarchie, der Chomsky-Hierarchie, von keine Einschränkungen für Ersetzungsregeln bis hin zu sehr stringenten Regeln, die nur sagen, jede Variable wird ersetzt durch entweder eine Terminale oder eine Terminale gefolgt von einer Variable. Diese nennen wir die regulären Grammatiken. Oder etwas weicher aufgeweicht, kontextfreie Grammatiken, wo links auf der Regel nur eine Variable steht und dann rechts irgendwas Beliebiges. Wir haben gesehen, dass diese kontextfreien Grammatiken strikt mächtiger sind als die regulären Grammatiken. Strikt warum? Naja, weil sie beinhalten die regulären Grammatiken als Sonderfall. Aber sie erlauben uns zum Beispiel die Sprache der 0 hoch n, 1 hoch n Ausdrücke zu generieren. Aber auch die Dück-Sprachen aller korrekt geklammerten Ausdrücke und die Sprachen aller korrekt formatierten algebraischen Formeln mit Plus und Mal und Klammern. Also offensichtlich eine relativ interessante Klasse an Ausdrücken, weil man damit ja große Teile der Mathematik irgendwie darstellen kann. Und es wäre ja schön, wenn man irgendwie auf algebraischen Ausdrücken immer entscheiden kann, ob ein algebraischer Ausdruck richtig ist oder falsch. Und jetzt haben wir zunächst noch nicht darüber nachgedacht, wie die zugehörigen Maschinen ausdenken, sondern nur über die Struktur dieser Sprachen, dieser sogenannten kontextfreien Sprachen nachgedacht. Erstmal haben wir gemerkt, dass man die aufräumen kann, dass man diese Regeln immer in Chomsky-Normalform schreiben kann, nämlich als binäre Ersetzungsregeln. Wegen dieser binären Ersetzungsregeln konnten wir auch wieder ein Pumping-Lemma definieren. Dieses Mal über einen, sagen wir mal, exponentiell größeren Raum, mit solchen zwei Mustern, Q1, Q2, die doppelt wiederholt werden, oder die, also links und rechts eines Ausdrucks immer gleichmäßig aufgepumpt werden. Das gibt uns ein Gefühl dafür, dass diese Sprachen irgendwie mächtiger sind,
als die regulären Sprachen, aber gleichzeitig auch wieder irgendwie beschränkt, denn selbst wenn sie unendlich groß sind, dann enthalten sie bestimmte, wenn auch reichhaltigere Muster immer nur in einer regulären Form, wenn man so möchte. Und dieses Pumping-Lemma haben wir dann direkt verwendet, um eine interessante, das Fehlen einer bestimmten Abschlusseigenschaft zu bemerken, nämlich, dass die kontextfreien Sprachen nicht abgeschlossen sind unter Schnitt und unter Komplementbildung. Und das hat uns jetzt zum Schluss die Intuition gegeben, dass wenn wir die kontextfreien Sprachen charakterisieren möchten durch eine Klasse an Maschinen, an Automaten, welche die kontextfreien Grammatiken erkennen können, also eine Art von Beschreibung von Computern, so dass es für jede kontextfreie Sprache solch einen Computer gibt, dann muss dieser Computer anders konstruiert sein, als durch die Definition von endlich vielen Zuständen, die sein Akzeptieren oder Verwerfen charakterisieren. Sondern der braucht irgendwas Mächtigeres, um zu beschreiben, ob er ein Wort akzeptiert oder nicht. Und dieses mächtigere Konzept wird die Idee eines Speichers sein, mit dem wir uns dann nächsten Dienstag beschäftigen. Damit bin ich fertig. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geben Sie mir Feedback. Bis Dienstag.